Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ein herzliches Moin. Zur aktuellen Zeit bedeutet Abstand halten, die meiste Nähe zeigen. Mehr wir anstatt ich. Es ist eine schwierige Zeit mit gewaltigen Veränderungen. Diese können wir nur gemeinsam bewältigen. Es ist Zeit, Danke zu sagen. Der Dank gilt insbesondere den Menschen, die das Leben am Laufen halten. Ich denke zuallererst an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitswesens, einschließlich der Alten- und Pflegeheime, die dieser Tage häufig an ihre körperlichen und seelischen Grenzen stoßen. Sie leisten alle Außergewöhnliches. Aber auch in den Unternehmen, die noch geöffnet bleiben dürfen, in den Supermärkten, den Bäckereien, den Handwerksbetrieben, bei der Polizei, in den Verwaltungen, und auch in den Familien halten viele den Betrieb unter erschwerten Bedingungen aufrecht. Danke dafür. Anerkennung verdienen auch diejenigen, die im Homeoffice arbeiten und oft gleichzeitig die Kinder betreuen. Senioren gehören zur Risikogruppe und um sie zu schützen, müssen ihre Lieben leider auf den Besuch von Oma und Opa verzichten. Wir alle setzen uns gemeinsam dafür ein, die Pandemie einzudämmen. Ihr vorbildliches Verhalten in den zurückliegenden Wochen hat dafür gesorgt, dass die Kurve der Infizierten moderat verläuft. Darauf können wir stolz sein. Und das sollte uns ermutigen, weiter durchzuhalten. Viele unterstützen sich gegenseitig mehr als sonst und kaufen zum Beispiel für ihre Nachbarn ein. Unsere nordfriesische Natur beinhaltet, es zu helfen. Dies wird auch durch die vielen Beispiele der Nachbarschaftshilfe mehr als deutlich. Im Namen unseres Heimatkreises Nordfriesland sagen unser Landrat Florian Lorenzen und ich für all das ganz herzlichen Dank. Und vor allem, wir bedauern sehr, dass wir unsere Gäste aus nah und fern zurzeit nicht in unserem Lieblingsland begrüßen können und freuen uns schon heute auf ein baldiges Wiedersehen im wunderschönen Nordfriesland. Nutzen Sie die sonnigen Ostertage zum Tanken von Kraft und Energie. Geben Sie auf sich und Ihre Familie Acht.